So, willkommen zu einem weiteren Part von Xenoblade Chronicles X. Und ja, ich will mich schon mal im Vorhinein entschuldigen, weil, ja, wer im letzten Part gesehen hat, weiß, dass ich hier nicht gestartet bin. Denn ich bin ja vom Hauptquartier gestartet und hatte jetzt vier Fail-Aufnahmen hintereinander. Ich habe gleich vier Aufnahmen hintereinander gemacht, waren alles vier Fail-Aufnahmen. Jetzt mache ich diese eine Aufnahme hier und ja, kommentiere sozusagen nach, was in den letzten vier Parts passiert ist. Und zwar hatte da, ja, im Hintergrund seht ihr ein nicht lives Gameplay, weil das ist sozusagen ein Trainingspart, den ich unabsichtlicherweise aufgenommen habe. Also ich habe immer, es war so, ich habe das aufgenommen, was ich nicht wollte, und während ich den Part gesprochen hatte, hatte ich geglaubt, ich drücke auf Aufnahme, habe aber auf Aufnahme beenden gedrückt. Und das viermal. So dämlich muss man erstmal sein. Aber das kann nur ich. Also ich weiß, ich bin dämlich hoch 10.000 und das kann eigentlich nicht passieren, aber mir ist es viermal passiert. Ja, jetzt seht ihr im Hintergrund, wie ich die ganzen Ausrüstungen ändere. Jetzt was mal noch Taktikbäume und so, also ja, alles so im Groben und Ganzen. Also ich habe da, seht ihr sozusagen jetzt mal einen reinen Trainingspart, weil ich habe eine zwei Nebenmissionen abgeschlossen und der nächste Part startet dann vor der Hauptmission, die wir bekommen haben, was denn in dem Part, den ich leider nicht richtig aufgenommen habe, in den Parts, die ich nicht richtig aufgenommen habe. Da konnten wir uns auch entscheiden zwischen acht, glaube ich, Gruppen, die wir wählen wollten. Und ich weiß nicht, ob man hier sieht, welcher Gruppe ich beigetreten bin, aber ich bin der Gruppe der, warte, ich habe das Spiel hier eh laufen. Bin der Gruppe der, muss mal gucken, ob ich das sehe irgendwo, wie die Gruppe heißt, der ich beigetreten bin. Nein, anscheinend sehe ich es nicht. Aber ich glaube übrigens Spectraubs oder irgend so weiter. Also auf jeden Fall, die sich für Kämpfe und so spezialisieren. Da gibt es gibt's acht Spezialisierungen. Entweder auf Tyrannen und Monster. Also generell die ganzen OP-Viecher. Dann gibt es welche wie mich, also die ich bin, die auf normale Monsterjagd und Missionen abschließen gehen. Dann gibt es welche, die in der Stadt den Leuten helfen, also Missionen von Leuten aus der Stadt annehmen und diese erfüllen. Dann gibt es, was gibt es noch? Die Pathfinders gibt's, die halt diese Kontrollpunkte eröffnen, wie wir es in der ersten Mission hatten. Was gibt's denn noch? Ich bin gerade so am Überlegen. Es müsste es grob und ganz gewesen sein. Ich meine, ich werde jetzt nicht alle auswendig. Irgendwo steht sicher. Es ja auch immer so eine Art Mechaniker gibt es auch noch, wo man sich drauf beschäftigen kann, die also auf Scales beschäftigt, also mit Scales irgendwie. Keine Ahnung, wie das genau ist. Ich habe eben einfach den genommen, der auf Missionen und Monsterjagd ist, also so standardmäßig halt. Und ja, also egal welchen man nimmt, man kann trotzdem alle Aufgaben für sie. Man kann trotzdem jetzt noch auf Schatzjagd gehen und auf Sammelsachen und auch Leuten aus der Stadt NLA helfen und diese Mission erfüllen, was ich auch gemacht habe. Nur leider, ja, kann ich das nicht zeigen, weil es weg ist. Auf jeden Fall habe ich da jetzt eine Mission bekommen, dass irgendjemand mit einem Skell abgestürzt ist an der Stelle. Also das Pathfinder, zum Pathfinder wurde der Kontakt verloren, genau. Und wir sind jetzt gerade auf der Suche, also auf der Mission, sie zu finden.
die Mission, die wir dann im nächsten Part verfolgen werden, die ich hoffentlich nicht fail aufnehme, aber ja, ich will jetzt, der Part hier geht jetzt eine halbe Stunde, weil da ziemlich viel Training drin ist, einfach damit ich euch erklären kann, was alles passiert ist und was, damit ihr halt mal seht, was ich eigentlich so offscreen alles mache. Im Normalfall nehme ich das nicht auf und es ist kein Spielsound dabei, weil ich im Normalfall immer im Hintergrund Musik rennen habe und ja, diese Musik ist nicht vielleicht nicht ganz so euer Geschmack. Deshalb, weil ich mir dachte, vielleicht haue ich da jetzt noch im Hintergrund so ein bisschen was anderes. Vielleicht haue ich irgendwie Spielmusik rein, ich weiß nicht, vielleicht gar nichts, keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ich werde wahrscheinlich das Ganze so belassen, mal für ein Part. Aber einfach mal kommentieren, damit ihr halt keinen komplett unkommentierten Part habt und nicht wisst, warum da jetzt hier nichts passiert und ja. Das ist jetzt ganz egal, ich bin immer noch bei den Ausrüstungen. Ich habe den auch ein bisschen zusammengeschnibbelt, weil der Trainingspart da fast eine Stunde ging oder so. Also ihr seht jetzt nur eine halbe Stunde von den ein, zwei Stunden, was ich trainiert habe und neu ausgerüstet und so. Einfach damit ihr mal seht, was ich da eigentlich so mache, offscreen. Und ja, also mein Charakter, Benny, oder heiße ich Benny? Ja, Benny, ist ja jetzt Level 10. Das heißt, er konnte Klasse wechseln. Was auch noch in dem Video vorkommt, ne, ich werde da nicht die Klasse wechseln, weil ich das erst im Part zeigen wollte und den Part dann fail aufgenommen habe. Ich dachte, das hier nehme ich nicht auf und den nächsten Part nehme ich auf, aber ja, gut. Kann ja mal passieren, ne? Egal. Auf jeden Fall, ja, hier sehen wir jetzt die ganzen TEPs, die ich aufteile, also die Techniken, die ich verbessere, welche ich verbessere, wie ich sie verbessere. Also ihr seht, hier ist ja ziemlich alles, was ich gemacht habe. Was gibt es denn noch ein? Was habe ich noch gemacht? Ich guck mal so in-game jetzt, was ich so gemacht habe. Ja, stimmt, wenn man auf in dem Startmenü auf Aufstellung geht, also der zweite Punkt von unten, da kann man nämlich auch wählen, welcher der drei man spielen will. Also, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video zeige, aber da hat man ja seinen Charakter, den man erstellt hat, Elmar und Lin. Ich habe Lin eben ganz oben. Und das genaueres gehe ich dann vielleicht noch einmal im nächsten Part drauf ein, damit ihr dann genau noch wisst, was ich meine. Also das erkläre ich dann euch alles im nächsten Part, wenn ich nicht wieder verbocke. Und gibt's noch was? Die Klasse werde ich erklären, wenn ich es hier erkläre. Habe ich jetzt auch schon Level 3 schon wieder. Also ich habe den ersten Klassenwechsel sozusagen hinter mir, aber wie gesagt, darauf gehe ich näher ein, wenn es hier im Video vorkommt. Bin ja gerade im Technikbaum. Da habe ich ja bei Elmar und bei Lin ziemlich viel gelevelt, wie man hier sieht. Und halt viel rumprobiert, was gut ist, was nichts bringt und so. Und ja, habe halt das Beste meiner Meinung nach ausgerüstet. Und auch bei Elmar und bei meinem Charakter Benny habe ich so gut es ging das Beste verbessert und ausgerüstet. Und was ist mir noch so alles passiert? Ja, wir haben einen Typen getroffen, der uns, ja, der uns die Divisionen erklärt hat. Die Divisionen sind die, was ich gerade erklärt habe, die 8 Sparten, die wir auswählen können. Der hat zu jedem einen kompletten Roman verfasst. Das heißt, wir hätten einen Part gehabt, wo er uns alles über diese ganzen Sachen erklärt hätte. Das haue ich euch jetzt in diesen Part rein. Also er hat uns alles über diese 8 Sparten erklärt, über diese, ja, der Spectrobers, der ich bin, oder eben diese Pathfinder und die, was es sonst noch gibt, hat er uns ausführlichst erklärt, was was ist. Also
muss sagen, bei dem ersten Part habt ihr nicht viel verpasst. Da habt ihr eben erklärt, wie ihr unsere Divisionen erklärt. Und danach sind wir zu einer Frau gegangen, die uns eine Mission gegeben hat. Und die habe ich halt vorgelesen, und das Vorlesen dauerte den restlichen Part. Also wir hatten 12, 13 Minuten Erklärung und dann 7 Minuten Missionserklärung sozusagen. Und mehr hatten wir in diesem einen Part dann nicht. Dann hatten wir im nächsten Part, dann sind wir haben wir uns auf den Weg zur Mission gemacht. Haben diese Mission dann auch abgegeben, haben dort eine neue Mission erhalten, aber diese neue Mission ging sich dann auch erst im nächsten Part aus. Und da in dem letzten Part, was ich auch genau hatte, haben die diese Mission abgeschlossen, also die von der ich, die ich neu bekommen habe. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg der Hauptmission. Das waren ja zwei Nebenmissionen, die wir gemacht haben. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg zur Hauptmission. Also ihr habt nichts Story-Wichtiges verpasst. Ich habe bis jetzt nur Nebenmissionen abgeschlossen. Gott sei Dank fiel mir das rechtzeitig auf. Das heißt, storytechnisch habt ihr eigentlich nichts verpasst. Und seid immer noch auf dem neuesten Stand. Und um euch, ja, weitere Sachen zu ersparen. Ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht werde ich das auch ein bisschen cutten da drin. Ich sehe gerade, ich bin ziemlich lang im Technikbaum. Vielleicht werde ich mein Commentary hier ein bisschen zurückstecken und einfach vom Technikbaum. Na, okay, nee, ich lasse euch das einfach drin. Habt ihr mal eine Einführung, wie lange ich für das Ganze eigentlich brauche und alles? Weil die ganzen Technikbäume, ich gucke mir das immer so ganz genau durch. Brauche ich das jetzt wirklich? Und vergleiche das jetzt mit allen anderen. Und ja, deshalb dauert das auch immer sehr lange. Und deshalb mache ich das nie in-game, also. Weil jetzt zeige ich euch das nicht, außer ich muss mal kurz was verbessern oder kurz eine neue Ausrüstung checken und so. Aber im Normalfall mache ich das offscreen. Einfach weil ich mir da leichter tue und weil es da einfach besser geht. Einfach ohne Stress und ohne Zeitdruck. Und damit von der Story nicht, damit das eigentlich das Projekt nicht zu lange dauert. Es wird so schon sicherlich an die 100 Parts gehen. Außer es ist ein sehr kurzes Xenoblade Chronicles, aber wenn ich mir so den Einzelteil ansehe und den Trailer so angesehen habe, wie groß die Welt ist und die Karte so ansehe, die ich jetzt habe. Ach, ich schätze mal, wir werden im locker im dreistelligen Bereich sein. Also, das wird ein Projekt, das geht sicherlich das komplette Jahr 2016. Also, es wird uns nächstes Jahr durchgehend verfolgen, das Projekt. Also, das wird ein Projekt, das geht ewig nicht vorbei. Deswegen steht auch in meinem Ablaufplan noch kein neues Projekt nach diesem Projekt, weil ich einfach keine Ahnung habe, weil das Projekt ja frühestens 2017 fertig wird. Jetzt so mal grob geschätzt, aber naja, ich bringe ja zwei pro Woche. Sind 8 im Monat. Sind in 10 Monaten 80. Die 12 Monaten 96 plus die 10 Parts, was ich jetzt schon habe. Also bei 106 werden wir dann nächstes Jahr im Dezember werden wir dann, also nächstes Jahr zu Weihnachten, dann werden wir circa bei 110 Parts. Also wenn es über 110 Parts sind, dieses Projekt, dann ist das frühestens 2017 zu Ende. Ich sage mal, es wird so an die 100 Parts sein, also es wird frühestens nächstes Jahr Dezember zu Ende sein. Früher mal nicht, früher gehe ich nicht davon aus. Deshalb wird uns das, ja, wird auch im Uploadplan lange Zeit einfach nichts danach stehen. Und wer weiß, ja, warum ihr euch fragt, warum samstags eigentlich jetzt kein zweites Projekt mehr kommt, im Uploadplan steht nichts mehr. Es ist
Das kommt daher, dass halt samstags nur ein zweites Projekt kommt, wenn ich ein Together-Projekt am Laufen habe. Ja, samstags ist sozusagen Together Samstag. Da kommt halt immer ein Together-Projekt, falls wir gerade eins am Laufen haben. Und ja, ihr seht ja im Uploadplan, ich habe schon zwei am Laufen. Eins mit Epinico, das. Na? Na? Mario Party 3, genau. Smile Party 3 mit Elfinico und das The Legend of Zelda Ocarina of Time 3. Nee, warte. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3 Hearts Run mit Dex Gaming LP. Die beiden Together-Projekte habe ich zurzeit am Laufen, will ich aber noch nicht starten, weil ich die erst ja ein bisschen im Voraus aufnehmen will. Ja, hier ist so, jetzt kann ich endlich über das sehen. Genau, das hier ist das Klassewechseln. Ich habe die oberste Klasse genommen, die hier, die ihr jetzt gerade seht. Also die ihr jetzt gerade kurz gesehen habt. Die hier, wo man einfach mehr Leben bekommt. Das ist halt für Anfänger, für Einsteiger. Das mittlere ist eben halt für normale, durchschnittliche Spieler, die halt schon was drauf haben. Und unten ist halt für Pros, also für Fernkampf und so. Deine Mitte ist halt so für guter Schaden und guter Nah- und Fernkampf und gutes und verbessertes Ausweichen. Das ist ja nicht so meins und ganz unten ist halt viel Ausweichen und viel Präzision und so. Und viel Fernkampf und alles. Deshalb habe ich das obere genommen, einfach damit ich mir während dem Storyverlauf einfach leichter tue. Es ist halt, es will einfach nicht zu viel Skill benötigen. Also ich will nicht zu viel Skill brauchen müssen, um durchzukommen. Deshalb einfach so gut wie möglich einfach das Beste immer nehmen, was man ausrüsten kann. Und ja. Ja, das habe ich jetzt nicht das Ganze rausgebracht, aber ich habe das eh gleich fertig erklärt. Mit Dex habe ich eben das Legend of Zelda. Es wird wahrscheinlich das nächste Projekt sein, was ich samstags starten werde. Wir sind nämlich damit auch schon, ja, zur Hälfte durch, würde ich sagen, beim Aufnehmen. Und daher wird das auch irgendwann starten, aber nächstes Jahr, dieses Jahr nicht mehr. Und ja, wie gesagt, ihr werdet genaueres alles in meinem Upload-Plan erfahren. Der ist normalerweise immer up to date. Der sollte eigentlich immer, ja, das Richtige stehen haben. Also normal, ich versuche ihn immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Falls mal nicht gelingen sollte, ja, tut es mir leid, aber ich bin halt auch nicht perfekt. Aber ja, auf jeden Fall. Genau hier, ja, perfekt. Hier habe ich das gewechselt. Ich habe es sogar offscreen gemacht. Hier habe ich nämlich Lin gegen Benny getauscht. Und wie ihr jetzt gleich sehen werdet, Änderungen speichern unten, dann rennt man mit Lin rum. Wusste jetzt gar nicht, dass ich das offscreen gezeigt habe. Das heißt, ich zeige es im nächsten Part dann nicht, weil ja. Hier seht ihr dann, dass ich mit Lin rumrennen kann. Und da sie 8 Angriffe hat, werden wir jetzt gleich sehen, wie ich die Gegner einfach instant zerstöre. Einfach weil das ja einfach eine tolle Taktik ist, mit ihr anzugreifen, da sie schon 8 Angriffe hat und auch noch 8 sehr gute Angriffe. Einmal eben die Resistenz stärken, einmal das Special Ding und dann hat sie 6 Angriffe, 6 verschiedene Angriffe. Und ja, das ist nicht schlecht, würde ich behaupten. Würde behaupten, das kann man auf jeden Fall lassen. So, wo? Wie lange geht der Part noch? 10 Minuten noch? Puh. Was kommentiere ich die nächsten 10 Minuten? Das werde ich nicht wissen. Ja, stimmt, jetzt müsste dann gleich so ein Übergangscut kommen, weil ich da das rausgeschnitten habe aus der Mitte, weil ich da essen musste, während ich trainieren ging.
Und ich das ja aufgenommen habe, deswegen habe ich das hier jetzt rausgeschnitten, dass da gerade 5 Minuten oder 10 Minuten nichts passiert. Das erspare ich euch dann. Es müsste nach diesem Kampf sein. Also wenn der letzte Gegner hier down ist, müsste ich dann zum Essen gerufen worden sein und ja, dann stehe ich kurz da und danach, nach dem Cut, bin ich auf einmal woanders, weil mich während ich beim Essen war, andere Gegner einfach angegriffen haben und mich getötet haben. Habe ich ja rausgekattet, weil ja. Die haben ziemlich lange gebraucht, bis sie mich umgebracht haben, weil ich hinten so viel ausgehalten habe. Aber ich habe mich halt nicht gewehrt. Genau, hier sieht man es. Jetzt bin ich hier bei diesem Kontrollpunkt wieder. Ich habe mich selbst gewundert, warum ich hier bin. Dachte, ich hätte hier abgespeichert und bin einfach normal weitergerannt. Und habe hier einfach die nächsten paar Gegner besiegt. Und ich werde dann in diesen Parts, nicht Part, je nachdem, sogar noch zurückrennen, wo ich die Bonusmission abgeschlossen habe. Da werde ich euch noch, also werde ich euch somit sogar zeigen, wie ich, also welche Mission, von bei wem ich die Mission abgeschlossen habe. Bekommen habe ich sie von einer Dame drinnen, die weiß nicht, ob ich die zeige, ob ich die finde oder ob ich daran denke, aber das ist ja nicht so wichtig. Ich müsste jetzt sogar den Weg rennen, also ich renne sogar den Weg zu dieser Bonusmission. Also die Bonusmission war auf jeden Fall ziemlich einfach. War ziemlich einfach, ich musste einfach einen Gegner besiegen, der im Wasser war und auf Stufe 9. Und ich war ja schon Stufe 10, 11 oder so. Also es war kein Problem für mich, den zu besiegen. Ich hatte da nicht den, also die Gegner hatten nicht den Hauch einer Chance. Ich hatte nicht mal ansatzweise Probleme mit dem Gegner. Es war einfach ziemlich einfach. Es war einfach ziemlich einfach. Ja. Supi. Es war einfach ziemlich. Es war einfach. Es war ziemlich einfach, diesen Gegner zu besiegen. Und es war ja eigentlich ein sehr schnell verdientes Geld, weil ich glaube 50.000 oder so hat man bekommen. 50 oder 500.000, ich weiß nicht mehr. Ich habe die Nullen jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, aber in diesem Spiel braucht man anscheinend ziemlich viel Geld, weil ich jetzt schon ein paar Millionen habe. Viel Geld habe ich eigentlich, sieht man das irgendwo? Angeblich habe ich nur 43.000. Verliere ich Geld, wenn ich sterbe? Kann das sein? Wenn dem so ist, dann ist das natürlich ein bisschen scheiße. Weil ich glaube, ich hatte mehr als 43.000, wenn ich schon alleine 54.000 aus dem Kampf bekommen habe. Werde ich wohl die 50.000 gleich wieder verloren haben, die mich der Gegner umgebracht hat. Aber auf jeden Fall, ich werde in nächster Zeit nicht mehr so oft sterben. Das heißt, ich werde sicherlich ein bisschen Geld farmen können. Ja, jetzt seht ihr eigentlich nur noch Training, was ich weiß. Ja, die letzten paar Minuten, bevor ich den Part starten wollte, was ich nicht getan habe, weil ich den Part beendet habe. Also in dem Part, der jetzt nach dem kommt, sozusagen. Also der Part, den ich danach aufnehmen wollte, aber nicht gelang, mir nicht gelang, habe ich auch nur trainiert, ein paar Sachen gesammelt, eine Bonusmission zufälligerweise abgeschlossen, weil ich in Datenkristall, so ein Kristall, die ich da die ganze Zeit einsammle, der war ja sogar eine Mission und den musste ich finden und ja, habe ich halt gefunden. Wie gesagt, solche Missionen werde ich sowieso offscreen machen, weil Datenkristalle finden ist sowieso nie meins. Zufall, dass ich den überhaupt gefunden habe und gedacht habe, ich nehme auf. Ja, denkst du? Oh ja. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, ein Game Over habt ihr verpasst. Ich glaube, einmal, ja, einmal bin ich gestorben, noch vor diesem Part. Weil, ja. Da gab es so einen Gorilla. Ich weiß nicht, ob man den. Ne, den sieht man gleich nicht in diesem Part.
werde ich euch vielleicht irgendwann mal zeigen. Der hat mich umgebracht, weil er... Ich habe gegen andere, gegen so viele kleinen Viecher, Level 10, 12 gekämpft. Auf einmal kam dieser Riesengorilla an. Ja, und er war leicht über meinem Level drüber. Level 81 oder so. Ja gut. Ich will nicht sagen, dass ich One-Hit-Down war, aber einen zweiten Hit hat er nicht gebraucht. Er war instant weg, da kam her, zack, weg und down und alle drei gleichzeitig down und ja. Ich habe mich schon wieder an meinem Spawn befunden. War sehr toll. Weiß nicht, ob ich in diesem Trainingspart an diesem Affen vorbeirenne. Ich werde mal die Augen aufhalten, vielleicht sehe ich ihn, aber ich glaube, er rennt nur tagsüber rum. Zumindest hat er mich tagsüber gekillt. Falls ich ihn jetzt nicht sehe, das mit dem Part jetzt im Hintergrund, weil ich ja mit Camtasia nachkommentiere, sehe ich den ja auch. Vielleicht gucken, ob ich da irgendwo diesen Gorilla sehe, und wenn ja, werde ich euch den... Ja, werde ich natürlich sagen, zeigen, wer das ist, sagen, wer das ist. Aber ja, im Großen und Ganzen war das alles, was ihr verpasst habt. Und ich hoffe, dass mir das in nächster Zeit nicht mehr passiert. Aber Gott sei Dank habe ich diesen, konnte ich diesen Trainingspart nutzen, um euch das Ganze zu sagen. Weil die anderen Parts, ich habe dazwischen auch immer aufgenommen, und das waren so 15, 20 Sekunden. Einfach die Zeit zwischen den Parts habe ich aufgenommen, und die Parts selbst nicht, das richtig belastend war. Und ja. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist hier Part 7, obwohl es bei mir angeblich Part 9 ist. Weil ja. Fail Part und so. Ich glaube, ich habe es oft genug erwähnt. Warum stehe ich jetzt so blöd rum und tu gerade nichts? Erst zum ersten Mal weiß ich gerade nicht, was ich hier gemacht habe. Wurde ich hier auch kurz? Ach so, ja, ich glaube, da hat ja, da hat gerade jemand angeläutet. Ach ja. Müsste aber eigentlich bald weitergehen. Ja, auf jeden Fall passiert jetzt eigentlich nicht mehr viel. Der Rest, was jetzt noch passiert, die letzten 3 Minuten nicht mehr ganz, wird eigentlich nur noch das sein, dass ich dorthin renne zu Miles. Und warum bewegt sie sich nicht? Hängt gerade mein Bild oder bin ich wirklich so lange weg gewesen? Ich meine mich nicht zu erinnern, dass ich so lange weg war. Aber ja. Na gut, egal. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich probiere nur euch den Party mitzustrecken. In die 2 Minuten, da ist auch nicht mehr viel, nicht mehr Wichtiges. Ah, jetzt, okay. Dachte mir schon. Ja, da vorne müsste Miles sein, aber ich drehe mich gerade in die falsche Richtung. Was mache ich jetzt? Achso, ja genau, ich gucke mir das Harmoniediagramm nochmal an. Das ist doch ziemlich das letzte, was ich mache, weil ich wollte mir das auch mal ansehen, wie das funktioniert, warum keiner mit mir verbunden ist. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, aber ja, vielleicht weil ich einfach noch nicht dazugehöre und noch keiner eine Verbindung zu mir aufgebaut hat. Aber die hat sich geguckt, was die für eine Verbindung hat, und den ihr jetzt gleich seht, den links oben, das ist der, der mir das erklärt hat. Dort gleich müsstet ihr ihn sehen. Ja genau, der links oben war der, der mir das erklärt hat mit diesen Divisionen, also diesen ganzen Gruppierungen, der diese lange Rede gehalten hat. Aber ja, das ist jetzt nur so nebensächlich. Ich schätze mal, dass wir denen auch irgendwann wieder begegnen werden.
Und ja, ich glaube, ich muss ein letztes Mal Ausrüstung checken oder so. Eigentlich müsste ich mich jetzt zu Miles bewegen, weil es ist nicht mehr lange bis zum Partende. Ich weiß nicht, ob ich mich zu Miles bewege, aber. Ach nee, genau, das wäre ich auch anscheinend woanders. Das. Da ich noch kurz was gewechselt, die ganzen Technik, Talente, genau. Aber darauf werden wir wahrscheinlich auch im nächsten Part oder so eingehen. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Also, bis dann und auf Wiedersehen.